Die Symphonie Fantastique ist eine romantische Autobiografie. Das ist die Entsprechung im romantischen Stil eines unglücklichen Helden und seine Sehnsüchte, sein Tod am Ende und die rauschhafte Interpretation eines französischen unglücklichen Liebenden. Dieses Werk ist so vielfältig und in jedem Satz gibt es so einen anderen Charakter, den du zeigen musst. Ja, das Werk ist ja besonders. Das ist die größte Symphonie, die jemals komponiert wurde zur Entstehungszeit. Das hat ein riesiges Orchester zum ersten Mal. Das ist auch in der Zeit der Entstehung. Und das ist eine revolutionäre Reaktion auf die Klassik. Also nicht mehr Beethoven, nicht mehr Mozart, sondern eine neue Zeit ist angebrochen. Als zuhörender Orchestermusiker, der ich auch bin, da liebe ich die Hirtenszene. Das ist so großartig, wie Berlioz die beiden Oboeninstrumente im Raum verteilt einsetzt. Und das widerspiegelt so gut die psychologische Tiefenschärfe, die hier zum Ausdruck kommt. Also liebt sie mich noch? Nach all diesen Fragen und Zweifeln endet das in einer Generalpause. Und das Generalpausen sind doch auch immer wieder die größten Momente der Musik. Es ist nicht nur ein lautes Stück, es ist vor allem ein Stück, das Gefühle erklärt. Und diese Gefühle werden vor allem in den langsamen Sätzen bzw. in den leisen Stellen erklärt. Ich spiele Piccolo in dieser Symphonie und da habe ich eine ganz lustige Sache zu spielen. Man spürt total diese Hexen, die tanzen und zaubern, verzaubern. Es ist ein bisschen grotesker Tanz. Also es wird Brühe gekocht und ich liebe diesen Satz zu spielen. Philharmonie Zürich erlebe ich als kosmopolitisches Ensemble. Es gibt so viele unterschiedliche Biografien, die da vereinigt sind. Und ich bin sehr glücklich, in diesem Ensemble spielen zu können.